In Berlin wurden bei einer künstlichen Befruchtung Eizellen vertauscht. 14 Jahre lang hat Katrin Sander Tochter Sophie in dem Glauben großgezogen, ihre leibliche Mutter zu sein. Doch Sophies biologische Mutter ist Andrea Tebbe und die ficht nun Katrins Mutterschaft an. Richterin Eileen Schneider wird heute entscheiden, ob Andrea damit durchkommt. Nach eingehender Prüfung wird der Antrag auf Mutterschaftsanfechtung abgelehnt. Ganz ruhig, lassen Sie die Richterin ausreden. Die arme Sophie verliert sonst Mutter und Vater, obwohl beide noch leben und gesund sind, eine intakte Familie sind. Sie müssen was tun. Sophie ist meine Tochter. Frau Tebbe, bitte. Sie wissen ganz genau, dass Frau Sander die Mutter von Sophie ist. Und jetzt geben Sie endlich mal Ruhe. Frau Tebbe, jetzt beruhigen Sie sich. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, gegen den Beschluss vorzugehen. Ich habe im Vorfeld mit Sophie Sander gesprochen und ihr erklärt, dass Frau Tebbe nie ihre Mutter werden darf nach jetziger Gesetzeslage. Aber Sophie wünscht sich einen Umgang mit Frau Tebbe, einen regelmäßigen Umgang. Und das möchte ich ihr sehr gerne gewähren. Ja, aber das sagt sie doch nur, weil sie das Ausmaß des ganzen Schlamassels gar nicht begreifen kann. Also bei allem Respekt, Frau Vorsitzende, das können Sie so nicht entscheiden. Überlegen Sie mal, Frau Tebbe, die mischt sich doch hier ganz vehement in das Familienleben ein. Sie verwöhnt Sophie, steckt ihr keine Grenzen. Und genau dadurch manipuliert sie das Mädchen. Und die geistige Gesundheit von Sophie ist hierdurch auch gefährdet. Das mögen Sie so sehen, Herr Rechtsanwalt. Aber ich habe mir ein genaues Bild sowohl von Frau Tebbe als auch von Sophie gemacht. Ich gehe davon aus, dass Sie sich nicht einigen werden. Dann erlasse ich einen Beschluss, der Ihnen zugestellt wird. Die Verhandlung ist hiermit geschlossen. Es ist vollkommen normal und auch richtig, dass die Richterin sich mit Sophie unterhalten hat. Allerdings halte ich die Entscheidung, die daraus resultiert, für sehr bedenklich. Denn es ist doch offensichtlich, dass Frau Tebbe hier Sophie verwöhnt und damit Einfluss auf sie nimmt. Ich werde deshalb gegen diesen Beschluss vorgehen und hoffen, dass man das Kontaktverbot wiederherstellt. Sollte mir das nicht gelingen, so werde ich zumindest beantragen, dass man auf einen begleiteten Kontakt entscheidet. Vorerst können Katrin und Jens Sander nichts dagegen tun, dass ihre Tochter Zeit mit Andrea Tebbe verbringt. Den Eltern geht es dabei alles andere als gut, denn die 45-Jährige setzt Sophie keinerlei Grenzen und manipuliert sie auf diese Weise. Ey, Andrea ist echt so geil, ne? Wirklich. Wir waren gerade für 300 Euro shoppen. Ich durfte mir aussuchen, was ich will. 300 Euro? Ja, krass, ne? Das ist ja wohl ein bisschen übertrieben. Die Sachen bringst du zurück? Was? Warum das denn? Ist doch Andreas Geld. Wo ist dein Problem? Also, ich sehe das genauso wie deine Mutter. Das ist übertrieben. Für das Geld bin ich früher 2 Wochen in Urlaub gefahren. Mir macht das nichts. Ehrlich, ich habe das total gern gemacht. Ja, aber du hättest uns vorher fragen müssen. Das geht nicht, dass du Sophie so verwöhnst. Und ganz davon abgesehen hat sie mehr als genug Klamotten im Schrank. Also ich sollte lieber mal ausmisten. Also ich bringe die Klamotten bestimmt nicht zurück. Und ein paar moderne Sachen können doch nicht schaden. Ist ja nett, dass du unsere Tochter so verwöhnen willst. Aber ob sie genug Klamotten hat oder nicht, das weiß ich wohl ganz gut. Und im Moment hat sie genug davon. Hey, Mama, ganz ehrlich, wann checkst du es endlich, dass es hier um Mode geht? Es geht nicht darum, dass ich einkaufen gehe, weil ich sonst keine Klamotten im Schrank habe. Ich bring die nicht zurück. Du bringst sie zurück. Aus Ende. Zwing mich doch. Zwing mich einfach. Hey. Ja. Also ihr habt selbst Schuld, wenn sie euch immer mehr entgleitet. So wie ihr sie behandelt, kein Wunder. Ihr wisst gar nicht, was ihr gut tut. Ich gehe auch. Ciao, Sophie. Wir gehen bald wieder einkaufen, ja? Anziehen? Das sind doch alles ihre Klamotten hier. So, die kann jetzt mal was erleben. Jenny, ich schwöre dir, 300 Euro. Andrea ist echt 1000-mal cooler als meine Eltern. Die nerven mich echt nur noch. Und mit Andrea verstehe ich mich einfach total gut. Ja, und weißt du, was das Geile an der ganzen Sache ist? Jetzt kommt es noch besser. Sie mag sogar Max. So eine Mutter habe ich mir echt schon immer gewünscht, ne? Die Worte ihrer Tochter verletzen Katrin und Jens zutiefst. Andrea erkauft sich Sophies Liebe, um einen Keil zwischen die 14-Jährige und ihre Eltern zu treiben. Was soll das denn jetzt? Was habt ihr denn für ein Problem? Belauscht ihr mich oder was? Natürlich nicht. Es war ein Zufall. Ich wollte dir deine Wäsche bringen. Ach so, ist klar. Und deswegen steht ihr beide hier und belauscht mein Gespräch? Aber dann wisst ihr wenigstens, was Sache ist. Andrea ist 1000-mal entspannter als ihr und deswegen übernachte ich auch heute bei ihr. Das tust du ganz sicher nicht, Fräulein. Moment mal, Fräulein. Erstens mäßigst du deinen Ton.
Und zweitens haben wir da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Ihr könnt mir aber nicht verbieten, Andrea zu sehen. Und wenn ihr das doch versuchen wollt, dann hau ich einfach ab. Andrea hat mir sowieso angeboten, bei ihr komplett einzuziehen. Und wenn ihr so weitermacht, dann tue ich das sogar. Das wirst du ganz bestimmt nicht tun. Sag mal, was ist das überhaupt für ein Benehmen von dir im Moment? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin dann weg. Tschüss. Da siehst du mal, was Andrea anrichtet. Obwohl Sophies Eltern Angst davor haben, ihre Tochter zu verlieren, rät ihnen der Anwalt, auf das offizielle Kontaktverbot zu warten. Sophie ist inzwischen täglich bei ihrer biologischen Mutter und hat dort sogar schon ein Zimmer. Was ist denn hier passiert? Andrea? Hallo, meine Süße. Überraschung, gefällt's dir? Ja, es ist anders. So rosa, ne? Ja, ein richtiges Prinzessinnenzimmer für meine Prinzessin. Ich habe den ganzen Vormittag dafür gebraucht und tagelang alles vorbereitet. Du hättest mich auch vorher fragen können, ne? Ja, du wärst doch keine Überraschung mehr gewesen. Außerdem wusste ich schon immer, wie ein Zimmer aussehen soll, wenn ich mal ein Mädchen zur Welt bringe. Ja, wenn das so ist, danke für die Überraschung. Ja, was rührst du da? Was ist das denn? Das ist Teig für Prinzessinnen-Muffins. Passend zu dem Zimmer. Die sollten eigentlich auch eine Überraschung werden, aber jetzt können wir sie ja zusammenbacken. Komm einfach mit in die Küche, stell deine Sachen ab. Ja, ich bin heute mit Max und Jenny verabredet, also. Ja, das macht ja nichts. Dann sagst du ihnen einfach ab. Du sagst ihnen, dass du Zeit mit deiner Mama verbringen willst. Ja, das werden die schon verstehen. Komm, stell deine Sachen ab. Wir gehen in die Küche. Also eigentlich stehe ich ja so gar nicht auf rosa, ne? So sah mein Zimmer nicht mehr aus, als ich klein war. Und Max kann ich hier ganz bestimmt nicht mit hinbringen. Das ist ja peinlich. Aber ich will Andrea auch nicht verletzen. Sie hat sich echt Mühe gegeben. 3 Tage später ist Sophie mit ihrer Mama Katrin im Beachclub verabredet. Die letzten 2 Nächte hat die Schülerin bei Andrea geschlafen, weil diese unbedingt Zeit mit ihr verbringen wollte. Wirklich wohl hat sich Sophie bei ihrer biologischen Mutter allerdings nicht gefühlt. Sag mal, dann ist doch was, oder? Komm schon. Ich weiß ja, dass ich dich manchmal nerve. Aber wir konnten doch immer über alles reden. Hast du Probleme mit Max? Nein, nicht mit Max. Es geht um Andrea, die dreht ein bisschen ab hier. Okay, warum? Ja, die will andauernd, dass ich mein Zimmer offen lasse, also meine Türe offen lasse, damit sie mich sehen kann. Und sie holt mich überall ab, egal wo ich bin. Obwohl ich ihr gesagt habe, dass es mir peinlich ist und dass es total überflüssig ist, weil ich bin ja nun mal alt genug, oder nicht? Also das klingt wirklich ein bisschen merkwürdig. Hast du mal mit ihr geredet? Nee. Ich meine, das ist ja die totale Kontrollnummer, die sie da abzieht. Ja, die ist wahrscheinlich so, weil sie sich so freut, dass ich da bin. Die sind 0,nix wieder ganz die Alte, dann ist sie auch wieder cool, hoffe ich. Das würde ich dir wünschen, Mäuschen. Ich kann mir vorstellen, wie du ausflippen würdest, wenn ich so drauf wäre. Sag mal, ist sie das da hinten nicht? Seid ihr etwa noch verabredet? Nein, sind wir nicht. Boah, die ist so krass, ne? Warte doch mal. Nee. Hallo? Was machst du denn hier? Ich war gerade hier in der Gegend und ich wollte mal nach dir schauen. In der Gegend? Deswegen versteckst du dich hinter einer Bar? Woher weißt du, dass ich hier bin? Ich habe nur gesagt, dass ich mich mit meiner Mutter treffe. Ich finde das jetzt auch ein bisschen merkwürdig, Andrea. Sag mal, verfolgst du Sophie? So ein Quatsch, das ist alles Zufall. Ja, klar. Ich will auch gar nicht länger stören. Tschüss, Süße, ich geh. Ja. Mhm. Sei mir nicht böse, aber ich habe jetzt echt definitiv keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt zu Max, okay? Wenn du meinst. Meld dich aber kurz, wenn du beim Ankommen ja, bist, okay? Klar. Bis später, Maus. Ja, tschüss. Hm? Kaum ist Sophie außer Sichtweite, bekommt Katrin eine SMS von ihrem Mann, dass Anwalt Ralf Vogel mit ihr sprechen will. Wenig später ist er da. Ich weiß von ihrem Mann, dass sie hier sind. Es gibt Neuigkeiten hinsichtlich des Termins zur Anhörung beim Gericht. Ich konnte erreichen, dass wir in einer Woche einen Termin bekommen. Das bedeutet, wenn jetzt unsere Beschwerde stattgegeben wird, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, ja, dass der Beschluss vollkommen aufgehoben wird. Das ging jetzt aber schnell. Aber das sind super Neuigkeiten, oder? Ja, das sehe ich auch so. Deshalb wollte ich Ihnen das gleich persönlich sagen. Super, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so sehr für uns einsetzen. Gerade jetzt, Andrea benimmt sich sehr merkwürdig Sophie gegenüber. Sie engt sie total ein und kontrolliert sie wie so ein kleines Kind. Die war sogar eben hier.
Das hört sich nicht gut an, aber das passt genau ins Bild. Ich habe mal ein bisschen ermitteln lassen im Umfeld von Frau Tebbe. Und da scheint etwas in der Vergangenheit passiert zu sein, über das ich unbedingt mit ihrem Ex-Mann sprechen muss. Ich habe den Eindruck, dass Frau Tebbe mit der gesamten Situation vollkommen überfordert ist. Bitte, bitte tun Sie das. Ich möchte nicht, dass Sophie sich ihretwegen unwohl fühlt. Lass uns gehen. Ja. Ich habe mich über Frau Tebbe informiert und sie scheint kein großes soziales Umfeld zu haben. Anscheinend war sie sogar mal eine Weile in psychiatrischer Behandlung. Wenn sich hier herausstellt, dass Frau Tebbe psychisch nicht in der Lage ist, sich um Sophie zu kümmern, dann spielt uns das in die Karten. Und es wird leicht für uns sein, bei Gericht zu erwirken, dass ihr der Umgang mit Sophie wieder entzogen wird. Rechtsanwalt Vogel muss mehr über Andrea Tebbes Gemütszustand herausfinden. Aus diesem Grund will er gleich am nächsten Tag mit ihrem Ex-Mann Ralf sprechen, der einen Kiosk besitzt. Guten Tag. Sind Sie der Ex-Mann von Frau Tebbe? Der bin ich. Ah, schönen guten Tag. Hallo. Ja, Rechtsanwalt Vogel, wir haben ja schon telefoniert. Ich habe Ihnen ja gesagt, worum es geht. Ich wollte Sie noch mal persönlich sprechen. Sagen Sie, ist das richtig, also, dass Sie sich nicht von Ihrer Ex-Frau getrennt haben, weil sie keine Kinder bekommen konnte? Nee, definitiv nicht. Ich habe mir zwar Kinder erwünscht, aber ist für mich kein Trennungsgrund. Aber die vielen Eingriffe, die sie hat machen lassen, haben sie kaputt gemacht. Ich meine, im Kopf und ging irgendwann nicht mehr. Zumal das gesamte Erbe ihrer Eltern, was für ein Getränkeladen gedacht war, ist dabei auch drauf gegangen. Aber dieser unerfüllte Kinderwunsch, der stellt doch eine ziemlich große emotionale Belastung dar. Das ist schon richtig. Nach der 7. künstlichen Befruchtung fing Andrea an, völlig durchzudrehen. Das heißt, sie war so labil, sie fing an, ein imaginäres Kind zu versorgen. Sie wollen mir also gerade sagen, Ihre Ex-Frau hatte Wahnvorstellungen? So genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich weiß das vom ärztlichen Standpunkt nicht. Ich weiß nur, sie tat so, als hätten wir ein Baby. Sie hat sich diesbezüglich auch in psychiatrische Behandlung begeben, hat aber nach der stationären Behandlung die weitere Therapie abgelehnt. Das war sicherlich eine schwierige Zeit für Sie beide. Was auf alle Fälle. Ich habe gekämpft, ich habe gemacht und getan, aber sie wollte sich nicht mehr helfen lassen. Und ab irgendeiner Stelle geht da nichts mehr. Das ist sicherlich jetzt keine leichte Entscheidung. Aber würden Sie vor Gericht aussagen? Ich weiß nicht, wie weit Sie informiert sind, aber Ihre Ex-Frau, die hat das Umgangsrecht mit Sophie bekommen. Und ich glaube, dass Ihre Ex-Frau psychisch nicht in der Lage ist, sich tatsächlich um Sophie zu kümmern. Das fürchte ich allerdings auch. Aber wenn ich der Familie damit helfen kann und ihr auch, dann mache ich damit. Vielleicht können wir Ihrer Ex-Frau damit die Augen öffnen und sie sucht sich professionelle Hilfe. Denn so wie Sie das schildern, habe ich das Gefühl, dass Ihre Ex-Frau unter ernsthaften psychischen Problemen leidet. Das mag wohl sein, ja. Zu meinem Handy. Ja, vielen Dank erstmal, ja. Wir schauen. Frau Sander? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Im Krankenhaus. Aha. Bleiben Sie da, ich komme gleich zu Ihnen. Ja, wiederhören. Als der Anwalt 20 Minuten später im Krankenhaus eintrifft, sind seine Mandanten bereits vor Ort. Sophie hatte einen Autounfall. Am Steuer von Andrea Tebbes Wagen. Katrin und Jens wollen wissen, wie es ihrer Tochter geht. Doch das Klinikpersonal will die beiden nicht zu ihr lassen. Und ihr Freund der Patientin sind bereits in dem Raum drin und unterhalten sich mit dem behandelnden Arzt. Also es tut mir wirklich leid. Und, ich bin doch Sophies Mutter. Verstehen Sie das eigentlich nicht? Jetzt ganz kurz beruhigen Sie sich mal. Also, das sind Frau und Herr Sander. Das sind die Eltern von Sophie und die möchten gerne da rein. Was sollen die noch machen? Sollen sie ihre Abstammungsurkunde ihnen vorlegen? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Da drin befindet sich Frau Tebbe. Und Frau Tebbe hat kein Recht, da drin zu sein, weder mit dem Arzt zu sprechen, noch irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und wenn Sie nicht strafrechtlich belangt werden wollen, dann sollten Sie ja ganz schnell handeln. Es tut mir, wie gesagt, wirklich leid. Das wusste ich nicht. Ja, aber jetzt wissen Sie es. So. Ich kann Ihnen nur sagen, Sophie geht es soweit ganz gut. Sie schlägt sich wacker, ist ein tapferes Mädchen. Sie hat einen gebrochenen Arm. Aber ansonsten... Ich will jetzt zu Sophie. Moment. Ich gehe kurz rein. Ich wollte sowieso gerade nach ihr schauen und dann bin ich sofort wieder da. Einen Moment. Das gibt's doch gar nicht. Dass du dich hierher traust, du bist doch an allem schuld. Ich? Dafür kann ich doch nichts. Ich wollte doch nicht, dass Sophie was passiert. Ach, und wie kommt es dann, dass meine 14-jährige Tochter einen Autounfall verursacht, bei dem sie auch noch selber am Steuer sitzt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Also Frau Tebbe, meinen Sie nicht, dass es jetzt endlich mal Zeit wäre, mit der Wahrheit rauszurücken? Ich weiß es nicht. Was weiß ich, vielleicht hat Max sie dazu angestiftet, mein Auto zu nehmen. Ach ja, jetzt schiebst du es auch noch auf den armen Jungen. Wieso habt ihr Sophie eigentlich nicht beigebracht, nicht solchen Unsinn zu bauen? Es tut mir wirklich sehr leid, aber
Sie möchte jetzt mit niemandem reden, außer mit Ihnen. Hm? Aber ich möchte doch so gern zu meiner Tochter, bitte. Machen Sie keine Sorgen, ich gehe kurz rein, in 2 Minuten sage ich Bescheid, ja? Okay. Schatz, jetzt hier. Vor 15 Jahren wurden bei einer künstlichen Befruchtung die Eizellen von Katrin Sander und Andrea Tebbe vertauscht. Katrins inzwischen 14-jährige Tochter Sophie ist somit nicht ihre biologische Tochter. Die leibliche Mutter der Schülerin ist Andrea Tebbe, die krampfhaft den Kontakt zu ihr sucht. Doch damit nicht genug. Sophie hat heute mit Andreas Auto einen schlimmen Unfall gebaut. Anwalt Ralf Vogel will wissen, was passiert ist. Die Schwester hat mir gesagt, dass du nicht sprechen willst. Was ist denn passiert? Ja, so eine ganz dumme Geschichte. Ich wünschte, das wäre einfach alles nie passiert. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir ein bisschen mehr erzählen. Also, es geht um Andrea. Sie war halt am Anfang total cool und hat mir alles erlaubt, aber so nach der Zeit wurde sie immer komischer. Mhm. Deine Mutter hat bei mir auch sowas angedeutet. Ja, es geht halt darum, sie kontrolliert mich halt voll und holt mich einfach überall ab, egal wo ich bin. Und ich fühle mich dadurch einfach voll gestalkt und ja, nicht mal wenn ich mit Jenny bin, habe ich meine Ruhe. Sie will einfach alles wissen. Ja, und dann hat sie halt letztens mein Tagebuch gelesen und da war für mich einfach vorbei, da bin ich ausgerastet. Da kann ich dich wirklich verstehen, also da ist Andrea echt zu weit gegangen. Ich meine, das hätte ich auch nicht gut gefunden, sowas. Ja, wir hatten riesen Stress zu Hause und dann habe ich einfach ihren Autoschlüssel genommen und bin dann einfach in ihr Auto gestiegen. Und da hast du gedacht, ich mache eine kleine Spritztour, ne? Das ist aber ganz schön leichtsinnig. War ja nicht das erste Mal. Also, Andrea hat mich ja schon öfters mit ihrem Auto fahren lassen auf der Landstraße. Aber diesmal waren meine Gedanken einfach voll woanders und dann bin ich voll gegen die Leitplanke gefahren. Da hast du wirklich großes Glück gehabt, Sophie. Ich sag das jetzt ungern, aber du solltest dich von Frau Tebbe fernhalten. Die tut dir wirklich nicht gut. Ja, ich weiß. Max sagt mir auch seit Tagen die ganze Zeit dasselbe. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Weil jetzt will ich echt nicht mehr zu Andrea. Aber zu meinen Eltern kann ich auch nicht. Wieso denn nicht? Deine Eltern, die vermissen dich wirklich unglaublich. Ich schäme mich einfach so. Die wollten halt einfach die ganze Zeit nur das Beste für mich und ich war einfach so gemein. Oh Gott, wir sind dir doch nicht böse. Schätzchen, wie geht's dir? Ach, Sophie, wir sind so froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist. Auch wenn du es nicht sehen willst. Natürlich sehe ich sowas. Aber ich hatte halt so ein schlechtes Gewissen. Ich will einfach nur noch zu euch nach Hause kommen. Das möchten wir auch, Schatzchen. Wir sind doch so froh, wenn du wieder zu uns zurückkommst. Ich hab dich so vermisst. Ich denke, Sie halten sich mal zurück. Das ist eine Familiengelegenheit. Sie mischen sich ja nicht ein. Sie werden noch Gelegenheit haben, sich mit Sophie auszusprechen. Aber Sophie ist meine Tochter. Sehen Sie nicht, was Sie angerichtet haben? Frau Tebbe, Sie haben sich schon mal fahren lassen. Sie haben sich hier strafbar gemacht. Und abgesehen davon haben Sie Ihre Aufsichtspflicht verletzt. Sophie könnte tot sein. Aber das wollte ich doch alles nicht. Verstehen Sie nicht? Die ganze Situation hat mich einfach überfordert. Ich verstehe Sie, aber ich glaube wirklich, Frau Tebbe, Sie brauchen Hilfe. Meinen Sie nicht, es sei das Sinnvollste, Sie ziehen Ihren Antrag zurück und die ganze Sache wird nicht gerichtlich geklärt. Sie können ja trotzdem später Kontakt zu Sophie haben. Vielleicht haben Sie recht. Dann schlage ich vor, dass wir mal rausgehen und die Familie alleine lassen. Hm? Ich bin wirklich froh, dass Frau Tebbe nun endlich eingesehen hat, dass sie psychisch zu labil ist, ein Kind zu erziehen. Das macht die ganze Angelegenheit viel leichter. Sicher werden wir eine außergerichtliche Lösung finden, wenn Frau Tebbe in Therapie ist. 2 Monate später ist Familie Sander längst wieder glücklich vereint. Unabhängig davon, wessen Gene Sophie in sich trägt. Für die Schülerin sind Katrin und Jens ihre Eltern. Die Menschen, die sie 14 Jahre lang großgezogen haben. Seit ihre biologische Mutter eine Therapie begonnen hat, sieht Sophie auch Andrea wieder öfter. Am liebsten, wenn Freund Max sie begleitet. Ach, übrigens hat Andrea vorhin angerufen, als du in der Küche warst. Und die hat uns zu ihrer Geburtstagsparty am Wochenende eingeladen. Habt ihr Lust? Ja, klar. Zu Andrea habe ich immer noch Kontakt. Und wir treffen uns auch ab und zu. Das ist dann auch immer ganz lustig. Aber wir sind jetzt mehr sowas wie Freundinnen. Meine Mama ist meine Mutter und das weiß ich jetzt einfach. Und das wird sie auch immer bleiben. Jens und ich sind so glücklich, dass alles wieder beim Alten ist. Und Andrea bekommt endlich die Hilfe, die sie braucht. Das muss wirklich sehr hart für sie gewesen sein. Aber sie macht ganz gute Fortschritte, habe ich gehört.
Tja, und das alles haben wir nicht zuletzt unserem Anwalt zu verdanken. Rechtsanwalt Ralf Vogel hatte immer ein offenes Ohr für seine Mandanten. Dass die Sanders nach all den Erlebnissen der letzten Monate wieder enger zusammengerückt sind, ist vor allem sein Verdienst.